Ladies and gentlemen, Germany should play a more assertive role in world affairs. I think that we can take away from the clips we just saw. And indeed, the first part of this conference, of course, we talked extensively about the relationships within Germany, between West and East Germany. Now we want to broaden the scope. We want to broaden the scope and take on the international perspective and ask, can Germany hold the EU together? Kann Deutschland die EU zusammenhalten? This is primarily an English-speaking panel, though we will have some exceptions. But I'm very delighted to have a wonderful panel here assembled for this very pertinent debate. To my left, she's, of course, the French ambassador to Germany. Ladies and gentlemen, please welcome Ambassador Anne-Marie Descôtes. One should always be somewhat hesitant and cautious when using the term intellectual, but I think in his particular case, it's quite fitting. One of the forethinkers in EU affairs, he's the chairman of the Center for Liberal Strategies in Bulgaria. Ivan Krastev is here with us, ladies and gentlemen. The gentleman to my right needs no further introduction, not in this city, not in this country. Anyway, I'll do it anyway. He's a member of the German Bundestag, of course, and the chairman of the Foreign Affairs Committee. Please welcome Norbert Röttgen. The person who probably had the shortest walk to this conference, just a stone throw away here, he's a member of the German Bundestag as well as the Minister of State for Europe at the German Foreign Ministry right across the street, Michael Roth, ladies and gentlemen. And last but certainly not least, a lady whom I can imagine is quite happy to be in Berlin these days, away from the events back home. She's Baroness Smith of Newnham, a member of the House of Lords in the UK. Julie Smith, ladies and gentlemen, please welcome her as well. Now, Frau Botschafterin, wir haben heute Vormittag viel darüber gesprochen, wer wir sind, wer wir Deutsche sind. Sie sind seit Juni 2017 Botschafterin hier, also fast knapp 2 Jahre. Woran denken Sie als erstes, wenn Sie an Deutschland denken? An eine starke Demokratie, mit der wir eine sehr enge Zusammenarbeit führen und sind sehr froh darüber und hoffen, dass wir diese Zusammenarbeit vertiefen werden. Interessanterweise, es gibt eine Umfrage des Pariser Instituts IFOP, das genau sich mit dieser Frage beschäftigt hat, das deutsche Image in Frankreich. Und das ist, was die Franzosen in dieser Reihenfolge genannt haben. Sie denken als allererstes an Angela Merkel, muss keine schlechte Sache sein. Dann an Europa, und jetzt wird schon ein bisschen komplizierter, strenge Disziplin, Krieg und Hitler in dieser Reihenfolge. Unter den 24-Jährigen, muss man fairerweise sagen, wurden Berlin und Bier genannt, vermutlich auch beide in diesem Zusammenhang. Aber Frau Botschafterin, wenn wir uns Europa anschauen, wenn wir uns Deutschland anschauen, Sie haben gesagt, wenn ich an Deutschland denke, denke ich an eine starke Demokratie. Ihr Präsident Emmanuel Macron hat vor kurzem ein sehr leidenschaftliches Plädoyer für Europa gehalten und die Leitlinien uns nochmal vorgetragen, was es braucht, um enger zusammenzurücken. Er wartet bis heute auf eine Antwort von der Bundeskanzlerin. Nein, ich glaube nicht. Also es hat einige Antworten schon gegeben, Kommentare. Und was Präsident Macron sich vor allem wünscht, ist, dass alle sich an der Debatte beteiligen. Nicht nur Frau Merkel, sondern mehrere Stimmen in Deutschland und natürlich in den anderen Mitgliedstaaten. Denn ich glaube, wichtig für ihn ist es eben, dass im Hinblick auf die kommenden Wahlen eine öffentliche Debatte sich entwickelt und wenn möglich eben in ganz Europa und damit wir dadurch auch merken, wie die Leute sich positionieren und auch verstehen, wie wichtig diese Wahlen sind, weil es um die Zukunft Europas geht und es wäre nicht einfach die Zusammensetzung von verschiedenen nationalen öffentlichen Meinungen, sondern eben diese
gemeinsame Öffentlichkeit. Und das ist diese Debatte, die er anstrebt. Ja, aber das war natürlich jetzt eine sehr diplomatische Antwort, so wie wir es natürlich auch von der französischen Botschafterin erwarten würden. Aber nichtsdestotrotz, ja, es gab schon Stimmen, es gab schon Repliken, aber eben noch nicht von höchster Ebene. Fehlt es den Franzosen manchmal, fehlt es Präsident Emmanuel Macron an einem, ja, an einem, der Aachener Vertrag wurde unterschrieben, natürlich nochmal, um das deutsch-französische Verhältnis hier auch nochmal in den Vordergrund zu rücken, aber ziehen wir hier an einem gleichen Strang, das gleiche Ziel sicherlich, aber mit den gleichen Methoden? Ja, natürlich. Deshalb haben wir auch den, den Vertrag. Und das ist keine diplomatische Antwort, das ist eine Tatsache. Wir haben uns sehr lange darüber unterhalten, ausgetauscht. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Jetzt haben wir diesen Vertrag als einen neuen Rahmen für unsere Aktion. Und wie gesagt, daneben muss es eine Debatte geben, denn es kann nicht nur sein, dass die Regierungen handeln, sondern die öffentlichen Meinungen müssen dann auch mitmachen. Und man muss auch merken, dass die Themen eben nicht nur auf politischer Ebene, auf Regierungsebene wichtig sind, sondern in der ganzen öffentlichen Meinung, in der Bevölkerung. Eine gemeinschaftliche Aufgabe und Herausforderung, denen wir uns alle stellen müssen, insbesondere natürlich auch mit der bevorstehenden Wahl. Ivan, you have written eloquently and extensively about European affairs, of course. The question is, when we think of Germany in the year 2019, when you think of Germany, we just talked about the French Franco-German axis, the very vital one, of course, to keep this alliance alive, but of course, the Eastern perspective, Eastern European perspective is relevant as well. What do you think when you think of Germany? What comes to your mind? Germany is a serious country, which means that you have an argument even when you're wrong, which is not always, which is not always the case for some other countries. But I was very much attracted by the title of the talk, and it was, could Germany keep Europe together? I do believe it could. The problem is the task now simply to keep Europe together? Because, and this is my feeling, I'm under very strong impression for some polling that ECFIA commissioned to YouGov in 14 EU member states. And here's interesting data comparing France and Germany. There was a question, do you believe that European Union works? Do you believe that national governments works? There is no divide in Europe between those who basically trust so much the national government and those who trust Europe. You have a major divide by people who believe that nothing works, neither the national government nor the European government, and those who basically have an options. But in France, support for President Macron comes strongly from people who believe that EU in the way it is does not work. Well, in Germany, part of the support comes for both parties presented here, for people who believe that, to some extent, Europe works. And for me, this is the problem. And here comes also the Central and East European perspective. For Central and Eastern Europe, is going to be a much more surprising space for these elections than people expect. Just you're going to see this weekend in Slovakia, most probably Europe, electing the most liberal president ever, a non-political woman that has been a human rights activist, basically winning elections coming from nowhere. So from this point of view, this is not, even Eastern Europe is not the same at the time. But there are two things that I want to put on their real problem. Till the moment, the relations between East and West was very much based on the idea of East imitating the West. And imitating the West to a great extent was imitating Germany. The problem is that imitating Germany for some of these European countries is much more difficult than you can imagine. And the first difficulty comes, it's very difficult for East Europeans to imitate Germany's view on nationalism. Because of a very specific German history, for the Poles and others, they're much more positive to the idea of nationalism than is the German history on this. And for them, even being member of the European Union is part of a national pride, part of the national success, than simply basically saying nationalism is something bad and criminal. And secondly, in my view, the second problem, which is not very much addressed in the relations between East and West, is not the problem of migration that everybody was talking about. This is the problem of emigration. I was seeing this kind of a data for years. I was surprised to see the same in Italy and Spain even. In most of the Central and East European countries, people fear more the fact that they own a living
not those who are coming, because not many are coming to our countries. But I do believe what is not quite understood in the West is how many East Europeans has left their countries in the last 30 years. Depopulation of Central and Eastern Europe, and this is a major issue, and you know it from East Germany, and this explains certain type of level of resentment, certain support for some of the populist parties that have been gaining, and how to rebalance it, how to make the social mobility and mobility Europe not a one-way street, simply from the East to the West. I do believe this is going to be one of the major issues that we should discuss. And we will. I would very much reckon the issue of the divide that you, of course, talked about. Michael Roth, Sie sind natürlich als Staatssekretär fürs Auswärtige Amt sehr viel im Ausland und werden genau eben mit dieser Frage, die wir auch in den Eingangsfilmen gesehen haben, konfrontiert. Deutschland müsste eine größere Rolle in internationalen Beziehungen spielen, definitiv in Europa. Werden wir dieser Erwartungshaltung, dieser gestiegenen Erwartungshaltung, die Sie sicherlich jeden Tag am eigenen Leib spüren als Staatssekretär im Auswärtigen Amt, werden wir dieser Erwartungshaltung gerecht? Weder als Bürger noch als Staatsminister würde ich sagen, dass wir dieser Erwartung gerecht werden. Klares Nein, natürlich nicht. Wir werden dieser Erwartung nicht gerecht, weil wir momentan, und da bin ich sehr nah bei Ivan, parallele Prozesse haben. Es ist einmal einen Prozess, den Teamgeist zu stärken in einer immer heterogener gewordenen Europäischen Union. Es ist notwendig, Brücken zu bauen. Da ist die Erwartungshaltung an uns sehr groß, vor allem zwischen Ost und West, aber in wachsendem Maße auch wieder zwischen Nord und Süd. Und dann gibt es einen Klärungsprozess. Und der Klärungsprozess geht ans Eingemachte. Es geht da nicht um die Details des Binnenmarktes, sondern es geht darum, was die EU im Inneren ausmacht. Und wir sind eben nicht in erster Linie ein Binnenmarkt, wir sind eine Wertegemeinschaft. Und diese Werte verpflichten uns alle. Und diese Werte sind nicht mehr konsensstiftend in der Europäischen Union. Das ist auch einer der wichtigsten gemeinsamen Projekte mit meiner französischen Kollegin Nathalie Loiseau im Rat, dass wir uns darum bemühen, einen Klärungsprozess herbeizuführen. Und das führt natürlich zu riesigen Enttäuschungen bei Partnern wie Ungarn oder Polen, die sagen, was bildet ihr euch eigentlich ein, uns vorschreiben zu wollen, wie wir zu denken und zu handeln haben. Aber es kann bei der Frage Werte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Unabhängigkeit der Justiz keine jeweilige nationale Interpretation geben. Es muss ein gemeinsames Grundverständnis geben. Und da sind wir in einer Situation, dass wir es eigentlich niemandem richtig recht machen können. Und dann kommt noch die, darüber wollen wir heute weniger reden, innenpolitische Lage hinzu. Mein Haus hat ja den Slogan kreiert, Europe United. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Landsleute wissen, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Weil Europe United bedeutet nicht, dass Europa nur dann gefordert ist, wenn es exakt den CDU-Bundesparteitagsbeschlüssen entspricht oder auch den SPD-Bundesparteitagsbeschlüssen entspricht. Das erleben wir bei Freihandelsabkommen, was in meiner Partei und in der linken Bewegung für riesige Auseinandersetzungen gesorgt hat. Wir erleben das derzeit beim Urheberrecht. Wir erleben es bei den Fragen, wie verhalten wir uns eigentlich gegenüber Russland. Und das wird sehr schwer werden. Also Europe United kann nur dann funktionieren, wenn auch Deutschland akzeptiert, wir müssen bei aller Klarheit kompromissfähig und kompromissbereit sein. Und daran mangelt es im Bundestag, in Teilen der Regierung, aber vor allem auch in unserer Gesellschaft. Ich kann aber meine Gesellschaft nicht kritisieren, wenn die Politik nicht auch in einen engen Dialog eintritt. Und ich glaube, dass der in den vergangenen Jahren bei einer kommunikativ ausbaufähigen Politik dieser Regierung, dass wir da alles getan haben, was notwendig wäre. Also es fehlt an einer strategischen, außenpolitischen, öffentlichen Debatte in Deutschland. Ja. This is something, of course, that, please, by all means, Norbert Röttgen, I want to bring you in here, of course, but we do talk about United Europe, and Michael Roth said, well, no, we don't really fulfill our obligations here. This is not something we do, and there's a lack of an open debate, strategic debate about our interests and about German foreign policy. Would you agree or disagree? No, I absolutely agree, and so we should get started with it.
But you're in a good position to do so. Yes, I try. So we have to start. What is the situation of Europe, and what is the conclusion, and what is the consequence, and the lessons we learn from where we are? And so we have to start with a brief analysis. Where are we? And I think what is a characteristic of the condition which Europe is in is not that we are united, but that we are divided as never before. And it's not even only about migration and immigration. This, of course, is an issue. It's a phenomenon. I would say the underlying reason for why we are so deeply divided is security, mm-hmm. in a very broad sense, not only economic, physical, but also cultural, security, identity, in times of revolutionary change, which really fears and makes people feel feared, being afraid. They have fears of losses everywhere. And are those fears justified? The fears are not justified, but the fears are a psychological reality. And you have to pay respect to how people feel, and you have to politically respond. And my answer is, because we are not responding to how people feel, not adequately, seriously, and even not Germany, seriously responding how fundamentally people feel scared by these shifts and changes. This is what people makes people feel disappointed, feel let down, let alone by politicians. And a pattern of reaction to that psychological situation we are in is particularly in Middle and Eastern Europe, the rise of nationalism. We have to come back to the state, who is more able than the supranational institutions to protect people. And what is a consequence out of that is that we are facing the most fundamental divide, which is the divide about the values, about the norms. We are divided upon what is Europe actually, what is the identity, which was not in question for decades. But now we have the competition between the idea, the traditional idea of liberal, democratic, rule of law Europe, which has been and is the inheritance of our history. And this is challenged by the idea of illiberal Europe and illiberal democracy. And this is really goes to the heart of the, I would say even, it's an existential threat to Europe. If we can't agree on who we are, what our fundamental constitutional values are, then we are in a really serious situation. So there we are. One brief remark. So what is a conclusion out of that? I think it's not only, it can't be done by rhetoric. Europe united, and the more the others are in turmoil, so we come together, because it's not our reality. So the interest and the consequence is that we have to do everything we can to, despite of this situation, make Europe work effectively again, because we are paralyzed, and a paralyzed Europe is a weak Europe. How can this be done? Of course, not on the single nation state basis. So Germany can't rescue Europe. We can't do that. Not on the basis of the, on the level of the 28-27. Because on this level we are divided and not able to come to a conclusion. So I would argue and make the case, let's go ahead with those who agree on the values and who are ready to act. What we have to do is we have to deliver in terms of action and deeds. I think rhetoric and analysis, we have seen that very, very much and sufficiently. And now we have to come to action. We have to give proof
that Europe has an added value. It's about action, no longer deeds. Make Europe work again. For a second, I thought you were going to say make Europe great again, but that's a something different. Absolutely, different context. Yes, different context. But making it work again, of course, is one thing. And the many fears that you have, of course, correctly alluded to, that is spreading throughout Europe, brings me, of course, to a country that has been very much in the news these days. Wonderful to have you here with us, Julie Smith, taking a reprieve from what's going on back home. Now, before I want to get your take on Germany and what you think, what's the first thing that comes to your mind when you think of Germany? Of course, I don't want to torture you, but as someone who's increasingly puzzled about what's going on in the UK, I do want to take the opportunity of having a member of the UK Parliament here. Now, MPs, UK MPs rejected the Brexit deal twice, Theresa May's deal twice. They voted against leaving with no deal, and now they voted in favor of a delay. Julie Smith, what's going on? I wish I knew. And I said to one of my colleagues, I'm really excited to come and be on this panel and very honored to be here. And I showed him the questions. This is one of my colleagues in the House of Lords. And he just sent a message back saying, how are you going to answer that first question? And the answer is... I had a call with him, yes. That we've spent the last two and a half years with the mantra that the Prime Minister has put forward of Brexit means Brexit, but without actually unpacking what that means. And before the referendum, the country was divided three ways: Remain, Leave, and the people whose votes were up for grabs. Parliament still reflects that. We essentially, in both the House of Commons and the House of Lords, have about a third who say, particularly in the Commons, a third who say we should actually just leave without a deal. Or we want a deal that gives us everything we've asked for, access to everything, all the benefits of membership, none of the costs. There are then some members who would still prefer to remain, and some have been explicit about that, some have been less explicit. And there are another batch of MPs in the middle who are trying to say, we didn't want to leave, but we know what the result of the referendum was, and we need to try and get the best outcome for the country. What we haven't had for the last 2.5 years are political parties being willing to work together in the national interest to have a common view of what we think the United Kingdom needs as a country. And we certainly haven't been thinking about what's best for Europe. But at the moment, if I had to put money on anything, there is a possibility the deal could go through next week or the week after, because those who really want to leave the European Union are now getting so worried that we might never leave, that we'll seek an indefinite extension or even revocation, they might just vote for it. Well, there's this. I think it's fair to say that there's growing anger, puzzlement, irritation, if not frustration, on the part of 27 other EU member states. Would you say those frustrations are in place, are justified? Absolutely. Oh. One would have expected the Prime Minister, in triggering Article 50, to have had a blueprint of what she wanted to achieve beyond the three red lines, which were, in any case, not internally coherent. But to start a negotiation, you would have expected the UK to have had a position. Given we are a United Kingdom, one position. What we ended up with was the UK with an inchoate set of ideas and the EU27 with a very clear sense of what you were asking for or what you were expecting and what the negotiation was going to be. And the Prime Minister didn't consult enough people before she triggered Article 50. She just had a generalised sense of, well, we have to leave. And all of the discussions that we should have had in the UK 2.5 years ago are happening now. And we're probably finally having some serious discussions. But everyone in the 27, but also the citizens of the United Kingdom, have every right to be incredibly frustrated. Well, I think it's fair to say that no one, even the hardest Brexit supporters, would believe that March 29th is actually now the date where your country will leave this alliance. Now, let's broaden the scope here, because obviously this is not about Brexit. This is about... Thank God, Michael Wood, for once it's relief that he doesn't have to talk about the subject matter. Thinking of Germany, there were some people, some voices even, who say Germany
Germany had a small and not so insignificant part to play in the Brexit, in the sense that a lot of people were guided, some people were guided by the idea that Germany is becoming too dominant in the EU and therefore it's time to leave. Is that a notion that you have come across? It is something that is occasionally said. There are two issues. One, occasionally you still hear the spectre of World War II. The other is that Germany is too dominant. And on the second one, there is a paradox, because once the United Kingdom leaves the European Union, then that means that by definition, Germany is going to be a more significant player, one of 27. And if the UK is inside the European Union, we can influence things. If we're on the outside, we can't. So I think I had heard issues about Germany being one of the reasons for people considering voting no. But also, it was one of those many issues, like the fact that the UK is sometimes outvoted in the Council of Ministers. That was whipped up by the Brexiteers of, isn't it true that, you know, on 72 occasions the UK has been outvoted? But nobody fought back and said, well, we very rarely vote in the Council of Ministers, so it's only when the UK was deliberately pushing for votes, almost to prove how unpopular our views were, that we were being outvoted. So some of what was being put forward was mendacious and misleading. The flip side, the United Kingdom government, particularly under David Cameron, has relied on relations with Germany and arguably done that slightly too far, that he thought that if he relied on Angela Merkel and got her agreement on things, she would be able to deliver everything that he was asking for. And however powerful Germany might be, and however powerful Angela Merkel might have been, she was never going to be able to do that. Frau Botschafterin, dieses Thema wird uns vermutlich, befürchte ich, noch lange beschäftigen, auch Sie natürlich als Französin und französische Botschafterin. Deswegen kommen wir nochmal auf Frankreich und Deutschland zu sprechen, auch eine Baustelle, wo wir natürlich mit allen Kräften gemeinsam an einem Strang ziehen müssen. Die Frage, can Germany hold the EU together? Kann Deutschland die EU zusammenhalten aus französischer Sicht? Wie klingt die für Sie? Sicherlich nicht allein. Aber ohne Deutschland geht es auch nicht, ne? Das ist ganz klar. Und da muss man vielleicht nochmal genau erklären, warum wir diese enge deutsch-französische Zusammenarbeit brauchen. Und natürlich mit allen anderen Mitgliedstaaten. Aber da sind die zwei größten Länder, das ist eine reine Tatsache. Und wir sind auch in so vielen Fragen so unterschiedlich. Ne? Wir gehen immer von verschiedenen Ansätzen an eine Frage heran. Das ist so, das ist kulturell, das ist Geschichte. Und am Ende finden wir einen Kompromiss. Aber wenn dieser Weg zueinander nicht stattfindet, dann ist es unmöglich für die anderen, sich da zu positionieren. Und es geht einfach nicht. Deshalb ist es so wichtig, dass man sich gut verständigt. Und deshalb haben wir auch jetzt diesen Aachener Vertrag. Aber wie gesagt, der Zusammenhalt Europas kann nicht nur an einem oder auch nicht nur an zwei Ländern bestehen und festgehalten werden. Genau. Sie sind ja seit knapp zwei Jahren jetzt Botschafterin hier, haben das deutsche Volk ein bisschen näher und besser kennengelernt, nehme ich an. Was würden Sie als Stärken und Schwächen dieses Landes beschreiben? Fangen wir vielleicht mit den Stärken an, Stärken Deutschlands. Ja, vielleicht ist auch die Stärke die Schwäche jetzt. Das heißt, wahrscheinlich die Tatsache, dass Deutschland auch jetzt seit fast 10 Jahren in einer sehr dominierenden, das ist auch eine Tatsache, Position sich befindet. Es ist auch darauf zurückzuführen, dass Frankreich wahrscheinlich etwas schwach war. Und ich glaube, Präsident Macron hat sich als Hauptziel auch gesetzt, das Land zu reformieren. Nicht nur, weil das Land es braucht, sondern weil es auch wichtig ist auf europäischer Ebene. Und es ist auch wichtig für uns, wenn wir glaubwürdig sein wollen. Also man kann keine Vorschläge machen für die anderen oder für die EU, wenn man sich selber nicht informiert. Und das war auch primär gegenüber Deutschland notwendig. Präsident Macron hat sofort gezeigt, wie sehr und wie wichtig für ihn diese Zusammenarbeit mit Deutschland ist, gleich einen Monat nach seiner Wahl. Und er hat auch gesagt, ich weiß, wir müssen uns reformieren und es muss schnell gemacht werden,
weil wir auch diese Glaubwürdigkeit brauchen. Also jetzt, um auf Deutschland zurückzuführen, ich glaube eben, dass es vielleicht notwendig ist, dass man jetzt Deutschland ein bisschen mit nach vorne zieht, weil die Position und die Tatsache, dass es der deutschen Wirtschaft und dem Lande so gut geht, hat vielleicht auch dazu geführt, dass man eben in dieser Komfortzone, wie man sagt, gerne bleiben möchte. Aber um uns herum, um die EU herum, hat sich vieles verändert. In der EU haben wir den Brexit, und das ist etwas Neues, kein Präzedenzfall, und das ist eine tiefe Erschütterung. Und dann haben wir um uns herum Konflikte und auch ein Verhalten von Partnern, großen, wichtigen Partnern, die auch sehr überraschend ist. Also Sie sehen, dass sich eine trügerische Ruhe, ein trügerisches Sicherheitsdenken in Deutschland breit gemacht hat. Vielleicht. Also jetzt ist es wirklich Zeit zu erwecken und zusammen zu sehen, wie wir reagieren können. Ja. Also diese Stärke ist vielleicht diese Schwäche, wenn man das so sagen. Ja, und in der Tat sagen Sie auch genauso, die Zeit für Worte sind vorbei, jetzt ist die Zeit zu agieren. Ivan, we just talked about French expectations of Germany, also the weaknesses and strength. I know Eastern Europe is not a homogenous bloc, but if you had to describe it, what are the expectations from Germany coming from countries in the Eastern European bloc? Different, but I want to start with something that Norbert said, and he said basically get the countries that are together that share values. The biggest problem is that now the major conflict is not between countries but within countries. You don't know how the elections are going to end up, and on the base of it, a country that you believe that shared a value with you today is not going to share tomorrow. So from this point of view, it's slightly deeper than this, that you have a countries in which certain type of consensus is there, and there are countries in which it is not. What would you make out of this? So here is, I do believe we're seeing a much more dramatic transformation. And what I see is a very dramatic transformation, and this is particularly true for Germany. European Union was very much based on the fear of a certain past that we as Europeans have. But now Europe is much more fearing the future than fearing the past. If you go in all these public opinion polls, people fear the future for economic reasons. They don't believe that their kids are going to live better. Secondly, I do believe it was the former Minister Gabriel who said that Europeans feel like vegetarians among cannibals. The world around us has changed a lot. And in a certain way, we don't know what to do, because our strengths, for example, 10 years ago, European Union was very much preoccupied how to transform your neighbors. Now the biggest question is how your neighbors not to transform you. So if yesterday we had been a missionary, now we much more try to be a monastery in order basically to pretend certain type of norms. And I do believe this is very important. And here, Germany has a role, and from Central and East Europeans, there are three expectations about Germany, which are true even for people and politicians, which otherwise can be very critical to Germany. Central Europeans believe that Germany matters for them. Not all of them, to be honest, believe that France is very much interested in Central and Eastern Europe. This could be very unfair, but this was also based on the fact of much more investment, much more story, but also East Europeans believe that Germany, having East Germany within, knows much more about how difficult all the process of unification is, because East for Germany is a domestic problem, not simply the problem of the Union. Second thing, which is, in my view, critically important for Central and Eastern Europe, is that Germany is basically is the place where most of the Central and East Europeans emigrate. If you go outside, you're going to see much more Central Europe than in many other places. But certainly, and I do believe here is the biggest, which was, I agree very much with the ambassador, strength which turns to be weakness. Germany was perceived as extremely stable, extremely predictable, extremely normal. And everybody was very much admiring Germany for this. And now we start to fear this normality, because the fear is that we fear that Germany is not getting it how much the world has changed. That in a certain way, that Germany is trying to protect the status quo that does not exist anymore.
So from this point of view, to what extent Germany is ready to see and to lead and not simply to hold together. And I do believe this expectation for leadership paradoxically comes even in countries like Poland, in which we have a political party is very critical to Germany and others. But don't forget what Sikorsky said when he was here years ago. Central and Eastern Europe is not afraid of Germany leading. We are afraid of Germany not leading. While you were speaking, I've noticed some critical expression on the face of Norbert Röttgen and Michael Roth, which I'd like to pick up on. Michael Roth, die Frage, die auch die Frau Botschafterin schon angesprochen hat, Deutschland wähnte sich vielleicht in den letzten Jahren zu sicher, vielleicht auch eine gewisse Selbstgefälligkeit, die sich breit gemacht hat. Deutschland hatte noch nicht begriffen, dass sich die Welt um das Land herum drastisch geändert hat. Sind nicht direkt Vorwürfe, aber schon Beschreibungen eines Deutschlands, das keinen realistischen Blick auf den Rest der Welt gehabt hat. Würden Sie das so stehen lassen? Durchaus gibt es die Komfortzone. Die kennen wir alle. Das heimische Sofa, die Fernbedienung in der Hand und wo man dann mal so schauen, was so läuft. Aber wir beteiligen uns nicht aktiv daran. Aber ich möchte schon auch mein Land und unsere Gesellschaft in Schutz nehmen und verteidigen und möchte das illustrieren an einem Beispiel, nämlich der Migration. Ich bin seit fast 21 Jahren Bundestagsabgeordneter und ich bekam über viele Jahre hinweg Briefe überwiegend von älteren deutschen Männern, die mir sagen, anstatt dass ihr das ganze deutsche Geld nach Afrika und in den Nahen und Mittleren Osten schiebt, sorgt doch dafür, dass mit dem deutschen Geld die deutschen Kinder und die deutschen Probleme gelöst werden. Die gleichen Männer, ich habe die Aktenordner noch, schreiben mir jetzt Briefe, tut doch endlich mehr in Afrika und im Nahen und Mittleren Osten und haltet uns die Flüchtlinge vom Leib. Also hat es da inzwischen doch einen Erkenntnisgewinn gegeben. Und ich möchte das überhaupt nicht zynisch bewerten. Es gibt nur diese eine Welt und wir tragen Verantwortung. Und Geld, was wir über die Entwicklungszusammenarbeit, über Diplomatie, Handel, kulturellen Austausch in andere Länder investieren, was wir im Übrigen auch in Europa investieren, ist gut angelegtes Geld. Und sicherlich haben wir in Deutschland in einem Punkt massiv selber dazu beigetragen, ich möchte jetzt mal ein bisschen provozieren, dass die Bereitschaft, sich vermeintlich generös zu zeigen, nachgelassen hat. Auf dem Höhepunkt der wirtschaftlichen und sozialen Krise haben nicht wenige in Deutschland gesagt, was haben wir eigentlich mit den Problemen der anderen zu schaffen? Warum soll Deutschland für die faulen Griechen zahlen? Und das hat sich breit gemacht. Das ist ja keine konservative oder rechte Debatte gewesen. Die hat doch genauso auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in meinem Wahlkreis betroffen, die in klassischen Industriebetrieben arbeiten und die vielleicht heute zum Teil AfD wählen. Und da ist natürlich etwas zerbrochen, nämlich, dass wir die größten Profiteure von einem funktionierenden, starken und handlungsfähigen Europa sind. Da haben wir etwas verabsäumt. Und ich will auch trotzdem, weil ich ja nicht nur loben möchte oder verteidigen möchte, wo ich mich auch durchaus einem wichtigen kritischen Punkt von Ivan anschließen möchte, weil mich diese Frage immer umtreibt, diese Spaltung zwischen Nord und Süd, vor allem aber auch zwischen Ost und West, weil klassischerweise, Ann-Marie, sieh mir das nach, die Erwartungshaltung in Richtung Deutschland immer besonders hoch war, diese Brücke zu bilden. Es gibt weniger bei den politisch Verantwortlichen, vor allem auch in unserer Gesellschaft, ein frappierendes Desinteresse an Mittelosteuropa. Mich macht das fassungslos, wie wenig wir bereit sind. Also es gibt diese Stereotype noch über den Polen, den Rumänen, die Bulgaren. Es gibt nicht diese Bereitschaft, sich zu öffnen und auch diese Länder als etwas Fantastisches zu erleben, dort Urlaub zu machen, ob das die baltischen Staaten sind, ob das Slowenien ist, ob das andere Länder sind. Wir verharren in dem, was wir kennengelernt haben und wo wir groß geworden sind. Das ist nach wie vor im günstigsten Falle Kreta und das ist Mallorca und das ist irgendwie noch die Côte d'Azur. Das reicht heute nicht mehr. Und ich finde das beschämend. Warum glauben Sie, ist das so? Es ist so, weil wir, glaube ich, die ganze Frage der Wiedervereinigung Deutschlands und Europas, den Fall der Mauer, und ich bin ja ein Grenzgänger, ich bin ja 500 Meter von der Grenze groß geworden und stark geprägt worden. Das hat auch mein Europabild sehr verändert und gezeichnet.
Und ich glaube, wir haben uns sehr, sehr stark auf diese innenpolitischen Bewährungsproben der Vereinigung fokussiert, haben aber keinen Link geschaffen, dass die deutsche Vereinigung, Wiedervereinigung, eigentlich eingebettet war in die Wiedervereinigung Europas. Und da ging uns bisweilen die Luft, die Kraft und vielleicht auch die Kreativität aus. Und wir sind da immer noch gefangen in den alten Traditionen. Und das heißt ja nicht, dass man nicht mal in der Côte d'Azur Urlaub machen soll. Gar nicht. Um Gottes Willen. Aber ich finde schon eine gewisse Neugier auf das, was sich dort bewegt und entwickelt. Und ich komme gerade aus Bukarest, auch ein schwieriges Land, Rumänien, aber das sind Dinge, die interessieren mich einfach. Oder wenn ich nach Belgrad fahre, ich finde das eine fantastische Region, da können vor allem die mittleren Generationen und die älteren Generationen etwas von den ganz Jungen lernen, weil die, glaube ich, viel vorurteilsfreier inzwischen an das östliche und mittlere Europa rangehen als wir. Also höchste Zeit, dass wir diese Lust, diese Kraft an und für Europa schnellstens entwickeln. Pretty much what you said, Norbert Röttgen, it's time for action, it's time for deeds. Of course, the question we're posing here is, can Germany hold the EU together? I think you would agree with the ambassador when she says yes, but not alone. But to make it more concrete, because this is what it's about, I mean, you said it's time for action and deeds. What are those actions and deeds? Very concretely, what are the next steps? What does Germany have to do? Yes, we are not just in the middle of a strategic debate, I might say that. So we have to define the strategic goal. And I would not start with the question, can we and who holds Europe together? Because it's not a precise description of what has to be done. It's not just holding together, but it's to have an idea where we want to go, how to shape the future, how to shape our fate. So what is important for that? And it's a rare case where I not really totally agree with Ivan. I think it's not that we have to just put in strength and readiness for leadership because the consensus is broken. There is not a consensus in the Eastern European countries that we should more engage in the Middle East. There is not a consensus on how to behave vis-a-vis China, vis-a-vis the United States. So we are really divided. And the core question is, in general, given the geopolitical unraveling everywhere, including our closest ally, the United States of America, and the situation of being divided internally, how to react to that in order to avoid the complete unraveling of Europe. So we are in a very serious situation. My response to that is, we have just something to get done. I propose, perhaps I'm biased, but it's not only the only reason, I propose that we seek something to be done in the area of security and foreign policy. I think there we could perhaps forge a kind of consensus, perhaps even including Poland. I think perhaps if anything is possible with this Polish government, it might be possible in the area of security and foreign policy. And to repeat that, I think we have just to deliver something. If there is another proposal that we can something get to done in the financial markets or in the economy or so on, this is my proposal, because the threats to Europe are mainly coming from outside. So we have really security threats. And Macron was right with his slogan, we have to build a l'Europe qui protège. So we have to get started with that. We have to decide upon a format which is able to deliver. This is not 27-28. It should be a format of 4, 5, 6 countries, preferably not only a Western countries format, but including Eastern European countries, and then decide. What are we going to do concretely in the Middle East? Where to start? In Syria? Is there something to do for the Europeans? I doubt it. Perhaps in Iraq, we could do something to stabilize the country, or Tunisia. So we should act in the format of an avant-garde of states and do something. One remark for Germany is what we have not yet, because we are on a very, very short learning curve. France is doing that for centuries, Britain for centuries. Germany has been asked
for a leading role in foreign policy, maximum for 10 years. So very, very short curve of learning and adaptation. What we have not yet understood is how to match the expectation of a leading role and the pursuit of national interest, which we have. So Nord Stream 2, for example, is an example where we did not manage to keep the balance between these two things. Perhaps the migration crisis and now the export of weapons, which we develop and construct on a trilateral basis, and Germany says we want to have a veto on the export rules. So this is not a European spirit of how we can do things. So this is a specific German challenge that we have to bring together the expectation, the new expectation. I would say the novelty of post-war expectation, you should take a leading role. But at the same time, of course, you have to match this with national interest, and we have to be to improve on that. But in general, we have to make sure that in a short term, Europe visibly for its citizens delivers on something which is worth something. Europe needs to deliver something very concrete, please. In order to keep the faith alive in Europe and, of course, its ability to act. Ivan Krastev, I'll come to you in just a second, but I do want to get Julie Smith in here as well, because we talked a lot about Germany. This is, of course, the topic of our panel. Now, coming from a country that is has turned its back in many ways on Europe, I mean, all these challenges, all these challenges that Germany is facing, all these challenges that Europe is facing, it's also the challenges that your country, of course, is facing. You're not exempt, being an island that does not help in any shape or form. So perhaps help us then. How can Great Britain assist, even outside of the European Union, considering and assuming that it comes to a Brexit? How can your country still contribute and be a part of these efforts in keeping this continent together, at least emotionally and politically, which should also be in your interest? Thank you. One of the things that I was thinking as Ivan was speaking about the fact that people are now more afraid of the future than of the past. One of the problems at the moment in the British mindset is there is a strand of opinion that seems to think that harking back to the 1950s, or perhaps even to the 1850s, when Britain had an empire, is actually where we should be. And I think at the moment there is a disconnect, because those who are arguing to go global seem to think of it in a way that is almost Britain ruling the waves again. Whereas in reality, as the Prime Minister has made clear on several occasions, British security interests don't change on the day we leave. They remain at least as closely tied to those of the rest of Europe. So I think one of the things that is crucial is having an EU-UK security treaty, which is one of the very few areas where the Prime Minister put together a green paper that actually looks as if the UK would be even more closely associated on foreign policy than we are as a member. But the flip side of that is we actually have to be able to agree that this is something that is in mutual interest, that it's a win-win situation. Because if it looks as if, well, yes, Britain, you can come and play a bit of a part once we as the 27 have decided what our policy is going to be, that isn't going to work. Because however constructive some of us in the centre ground of British politics might be, we're never going to be able to persuade our compatriots that an EU-UK security treaty should be totally one-sided. We are in the final 10 minutes of this discussion, unfortunately. Obviously, yes, Michael Roth, you look very surprised, so do I, but unfortunately... Time's running out. Time is running out. But disaster. The clock's not ticking. It's not symbolically meaning, no. Time is not running out on Europe. This is not what we're trying to imply, but rather time is running out on this panel. So in the remaining 10 minutes, if I just get a very short assessment from all of you, Frau Botschafterin. Jetzt haben wir wahrscheinlich das Publikum schon eine halbe Depression versetzt über wie Europa jetzt aussieht, die Zukunft. Deswegen vielleicht noch ein paar optimistische Töne. In der Frage,
In der Tat, wenn Sie nach vorne schauen, und darum geht es auch später, darum geht es auch später in dieser Konferenz, wenn Sie nach vorne schauen, was gibt Ihnen Anlass zur Hoffnung, dass Europa nicht nur zusammenhält, sondern auch stärker wird? Ach so, ja, vieles. Eines möchte ich zuerst sagen, weil Herr Röttgen hat diesen Satz, den Slogan von Präsident Macron erwähnt, l'Europe qui protège, ein Europa, das die Bürger schützt. Ich möchte ganz deutlich sagen, es geht nicht nur um Verteidigung und Sicherheit, ne? Es geht auch um sozialer Schutz. Das heißt, wir sind nicht nur in einer wirtschaftlichen Zone, sondern da ist auch die soziale Dimension sehr wichtig. Und es wurde auch betont, dass die Probleme, die Spaltungen jetzt auch in den Ländern stattfinden. Das erleben wir jetzt gerade in Frankreich sehr, sehr stark. Und das Problem ist auch, die Leute glauben an Europa, wenn ein Europa ein Plus ist. Das heißt, man tut sich zusammen, um stärker zu sein, aber nicht nur in der Beziehung zu anderen, also auch in der wirtschaftlichen Beziehung, sondern damit man auch in diesem Raum, den man zusammen baut und auch weiterbauen möchte, nach fairen Regeln handelt in allen Bereichen. Ne? Also stärker sein und Leute schützen, das ist das Wichtige, glaube ich. Und das ist genau, was die Leute auch heute zum Ausdruck bringen, jedenfalls in Frankreich. Und deshalb ist es wichtig, und was mir Hoffnung gibt, ist, dass es am Ende doch wenig Leute gibt, die sagen, wir wollen kein Europa. Europa wird kritisiert, deshalb muss es auch renoviert werden. Diese Kritiken müssen zugehört werden. Aber viele sagen, wir möchten besser geschützt sein. Also einen Weg zu einer Verbesserung gibt es sicherlich. Und das ist, was mir eben Hoffnung macht. Also daran müssen wir jetzt alle zusammen arbeiten. Mehr Europa, mehr Transparenz, wahrscheinlich auch ein Vereinfachen, auch was nicht verstanden wird, und eben an den Punkten arbeiten, die eben problematisch betrachtet werden. Also einen positiven, transparenten Erzählungsnarrative. Und ich glaube, die Reaktionen, auch die Kommentare oder die Wahrnehmung, die es auch gegeben hat durch den Brexit, weil viele Leute sind dadurch auch dessen bewusst geworden, was man verlieren könnte, wenn man sowas erleben würde, zeigt, dass die Leute doch Europa lieben möchten, aber vielleicht in einer anderen Art und Weise, und ein Europa, das sie schützt. Norbert Röttgen, to wrap up, you also said that we should focus on what's attainable, what's achievable, security, you said. But indeed, at the end of the day, the concern of the people on the street and those who might be inclined to vote populist go against the future. They're afraid of the future, that financially they're losing out, they may not be able to pay rent anymore, that refugees are coming. All these things that they associate in a big square. I mean, a common EU strategy vis-à-vis Syria is not going to bring these people back. I think, don't underestimate voters and people. And they have experienced what it is to have a refugee crisis. And they know the lot of refugees. And they know the poverty and the wars and the death toll and so on. So they, and don't underestimate the empathy. No, but it's about the concern, right? The concerned citizen. How do you get them on board again? How do you bring them on board? I would say with realism. And so I would not make the case for creating a European social welfare state, because I don't consider this to be neither to be wishful nor deliverable. So we should focus on promises where we can deliver. Otherwise, we will create further disappointment. So where can we deliver? And where is Europe necessary? I think we should be European there, where the nation state evidently is overstretched. So this is where Europe comes into play. And so I come back to, I think people see that we have to connect to the world, that we have to get proactive. If we continue to ignore Africa, the Africans will come to us.
They are growing demographically. We are shrinking. They are poor. We are rich. So what this means for the future is quite clear, unless we act. And I think this is the opportunity, the responsibility, where only Europe can deliver protection. Ivan Krastev, let's get your final take in here as well. I saw you take diligent notes during the presentations and talks. He's a professor. Yeah, go right ahead. Pleasure of it. But first of all, let's be honest. If somebody was keeping Europe together for the last 2 or 3 years, it was not Germany, but it was Brexit. And I'm saying this without any irony. As a result of Brexit, you do not have an exit parties in Europe anymore. So from this point of view, secondly, what I do believe is the biggest difficulty is that it's not simply what we want to do. We are going to be pushed to take sides. Yep. The growing confrontation between the United States and China is going to put a very strong pressure on Europe. And the problem is that our public opinion is not ready for this world. We look around us, we said, we don't like the world in the way it is. We are going back home. And from this point of view, this disconnect, people fear the future, but it's also kind of an abstract fear. Some fear the end of the world, others the end of the month. And from this point of view, how to come with even common external threat is not easy. And my last point is, but there are some simple things that could be done. Now there is a lot of talk about the possible American tariffs on the German cars. Do you know who is going to lose jobs? Slovakia? Hungary, Czech Republic. If I was a German chancellor, I will never be. Probably not. Yeah, I'm going to get the leaders of these countries to go with me because it's about their jobs. And from this point of view, I do believe that it's interestingly enough that from time to time, the national interest is much more European than it looks like. And I'm surprised that also leaders of these countries, when they go for separate deals with Washington and so on, they don't know that they're going to pay the higher price than Germany in terms of jobs if something goes wrong with the car industry. So speak with one voice here, the Europeans. First of all, Julie Smith, thank you so much for keeping the EU together in the past few years. That's something we are very appreciative of. All joke aside, also last words from you. I mean, you will have your hands full about the next steps in your country, of course. But if you look at Europe, with or without Great Britain, what do you see? Well, one of the things I'd just written down was Brexit as a vaccine to exit, picking up the same point that Evan's made, that I think in lots of ways, the mess that the United Kingdom is making of the vote that it thought it wanted on membership of the European Union does act as a way of other countries looking and saying, what on earth are you doing? But I think I would actually disagree a little bit with Norbert, and you might find this strange from a British participant, but I actually think that solidarity is hugely important. And if the Eurozone is to persist and thrive, one of the two things that are needed, three things, fiscal union, political union, and social welfare, I think there needs to be something that actually embeds it. And call me an old-fashioned federalist, but I think that aspect of solidarity is hugely important because what we haven't really talked about today is Southern Europe and the impact that the Eurozone crisis has had on that part of Europe. And that was something that played into the British debate of people saying, you know what, look at youth unemployment in the south of Europe. And I think we do need to think about that as well. Michael Roth, bitte. No. Michael Roth, letzte Worte gehen an Sie, Staatssekretär im Auswärtigen Amt für Europa. Kann Deutschland die EU zusammenhalten? Ich glaube, diese Frage wurde jetzt schon mehrfach in vielen Variationen hier beantwortet. Geben Sie uns auch nochmal Ihren Blick nach vorne. Etwas, mit dem Sie tagtäglich zu tun haben, tagtäglich konfrontiert werden mit dem Überleben dieses Kontinents. Erstmal bin ich froh und dankbar, dass Sie diese Frage stellen, weil my last words, das hört sich doch sehr melodramatisch an. Nein, Sie sind jung, Sie werden uns noch lange erhalten bleiben. Heute das weiß noch, ich nicht. Nur heute auf dem Panel. Ja. Also, wenn ich meine Batterien aufladen möchte, fahre ich nicht nach Berlin und auch nicht nach Paris, tut mir leid. Und ich fahre auch nicht nach Rom, dann fahre ich nach Kiew, dann fahre ich nach Georgien, dann fahre ich nach Skopje, dann fahre ich nach Tirana. Das sind Menschen, vor allem auch junge Menschen, die wissen noch, wofür Europa steht. Und wir mit unserer Behäbigkeit
sollten vielleicht uns an diesen jungen Menschen mal ein Beispiel nehmen. Das macht mir Mut, weil die reden mit mir nicht über den Binnenmarkt. Die reden über Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit. Wir wollen ohne Angst verschieden sein. Das sind Dinge, für die Europa steht. Und das müssen wir auch wieder glaubhaft machen. Und da bin ich sogar ausnahmsweise mal nah bei Herrn Röttgen. Ja, wir brauchen ein Europa der Tempomacherinnen und Tempomacher. Wir dürfen uns nicht länger vom Unwilligsten das Tempo und die Richtung vorgeben lassen. Aber nicht in einem exklusiven Konzept eines Kerneuropas. Es muss offen sein, politikfeldbezogen, auch auf Grundlage der Verträge. Solange Deutschland und Frankreich immer dabei sind und wir es immer schaffen, ein Bündnis zu schmieden, wo auch mittelosteuropäische, nordische und südeuropäische Länder dabei sind, können wir Mut machen, dass am Ende europäische Lösungen besser sind als nationale Maßnahmen und eine Politik der Abschottung. Und es wird auch nicht ohne ein soziales Europa gehen. Wir haben eine gemeinsame Währung, aber wir leiden unter zu großen sozialen und wirtschaftlichen Ungleichgewichten. Und wir brauchen das nicht durch Harmonisierung und Gleichmacherei. Aber wir brauchen Mindeststandards, wir brauchen Verabredungen. Und deswegen bin ich dem französischen Präsidenten so dankbar, dass er endlich mal versucht hat, dieses Sicherheits- und Schutzbedürfnis eben nicht zu trennen nach in Außen und Sicherheit und in die soziale Dimension. Er hat es zusammengebracht und das wird über den Tag hinaus wirken, auch wenn es noch nicht alle verstanden haben, zumindest hier in Deutschland. Und ein allerletztes, wir alle, die wir hier Europa zugeneigt sind und politische Verantwortung tragen, sollten die ganze Europadebatte nicht als eine Verlustdebatte führen. Wir verlieren nichts, wenn wir Europa stärken. Wir gewinnen Handlungsfähigkeit zurück, die der Nationalstaat alter Prägung in einer globalisierten Welt längst nicht mehr hat. Also wir geben nichts ab, wir gewinnen etwas. Denn wenn ich in meinem Freundeskreis frage, wer gibt gerne etwas ab, außer an die Kirche und an Amnesty, dann ist das sehr begrenzt. Aber wenn wir sagen, wir gewinnen was, dann sind bereit, viele mitzumachen. Vielleicht ein kleiner Narrativwechsel, aber er könnte helfen. Everybody wins when we are strengthening Europe. Julie Smith took note of that and and takes it back home with her to her peers, ladies and gentlemen. Yeah, 2 months away from a very critical EU election, I think everyone around this table, certainly in the audience and hopefully beyond, have understood in what a critical phase we are in Europe. Can Germany hold the EU together? Anne-Marie Decote, Ivan Krasev, Norbert Röttgen, Michael Roth, Julie Smith, thank you so much for a wonderful discussion. Thank you. Thank you.